Meine Lieben, ganz herzlich willkommen zur 25. Ausgabe der LinkedIn-Show mit Datenschmutz. Wir blicken zurück auf ein Vierteljahrtausend Livestreaming. Nein, ganz so schlimm ist es nicht, aber ich freue mich sehr. Und naja, was motiviert einen Streamer, eine solche Show zu machen wöchentlich? Die Zuseher, also ihr. Und in diesem Sinne ganz, ganz herzlichen Dank. Ich feiere heute mit einer überdimensionalen Zimtschnecke mit viel zu viel Zuckerguss. Und stoß mit euch an mit einem Glas Wiener Hochquellwasser. Wir haben wirklich hervorragendes Trinkwasser hier. Gänsewein, auch guten Wein nebenbei. Und guten Gin für Britta. Also, 25. Jubiläumssendung. Was macht man in einer solchen Sendung? Ich habe mir überlegt, ob ich vielleicht einen Zusammenschnitt der bisherigen Interviews mache, aber ich habe was viel, viel Besseres für euch. Mein Interviewpartner in dieser Sendung ist niemand geringerer als Engin Esa, Engine Marketing. Wir haben ja auf LinkedIn sehr viel miteinander zu tun. Engine ist unser Head of Community beim OnPoint-Projekt und ich freue mich sehr. Wir haben geplaudert über im ersten Teil des Interviews, ich sage mal, digitale Trends, die Entwicklung der digitalen Medien könnte stellenweise ein wenig nerdig werden. Aber wie gesagt, 25. Jubiläumssendung und im zweiten Teil des Interviews unterhalten wir uns dann über LinkedIn, wie Engin, der ein ganz, ganz umfassend gebildeter in allen Techniken und Taktiken Growth-Marketer ist, wie er selber auch LinkedIn nutzt für sein Unternehmen, für die eigene Positionierung. Doch bevor wir zum Interview kommen, erstmal eine kurze Zwischenbemerkung. Vielen Dank für die Likes. Ich dürfte heute irgendwas mit den Stream-Anzeigen nicht stimmen. Ich sehe auf jeden Fall nicht, wie viele von euch zusehen. Und umso mehr freue ich mich über einen Kommentar, ein kurzes Hallo, bin dabei, sehe zu oder Hallo reicht vollkommen aus. Wenn du eine Frage hast, dann natürlich auch sehr, sehr gern in den Kommentaren. Was mich gleich direkt zum nächsten Thema bringt, nämlich die Frage der Woche, beziehungsweise die Rubrik Frag den Richie. Das letzte Mal zuerst vertreten, ich habe mir selber ein kleines Geschenk gemacht zur 25. Jubiläumssendung und dann habe ich auf meinem Blog eine feschere Landingpage gebaut. Ihr findet hier immer die aktuelle Ausgabe, Nummer 24 von letzter Woche. Es gibt auch eine Vorschau auf die kommenden Ausgaben und im Archiv alle früheren Sendungen. Ganz besonders möchte ich in diesem Zusammenhang aber auf dieses Formularchen hier hinweisen. Du kannst mir hier eine Frage stellen, und zwar wahlweise anonym, mit Vornamen oder mit vollen Kontaktdaten. Dann verlinke ich dich natürlich auch gerne in der Sendung. Eine Frage im Zusammenhang mit LinkedIn, irgendein Thema, das dich beschäftigt. Und ich werde diese Frage dann aufgreifen und in der angesprochenen Rubrik Frag den Richie aufgreifen. Ja, apropos Rubrik, was mich auf die heutige Frage eigentlich gebracht hat, ist dieses Posting hier von Heiko Kurzmann. Heiko Kurzmann schreibt, der Rezo-Artikel hat auch bei mir die Frage aufgeworfen, wie man online am besten mit Du und Sie umgeht. Hier bei LinkedIn habe ich beim Erstkontakt diese Klippe sprachlich oft umschifft und abgewartet, wie mein Gegenüber reagiert. Wie haltet ihr es im Netz, fragt Heiko hier, erst sie oder dann gleich du oder je nach Plattform anders. Sozusagen in Anlehnung an die Challenge, ein unterschiedliches Pick für jede Social Media Plattform. Der Artikel, den Heiko hier anspricht, den hat Rezo geschrieben, in seine Kolumne für die Zeit Online und er argumentiert hier ganz interessant, die Kurzform. In sozialen Medien ist das Du die Standardanrede, doch erschreckend viele User respektieren das nicht. Das ist mehr als nur etwas weird, es ist grob unhöflich. Also eigentlich eine komplette Umdrehung der klassischen Sichtweise, dass man sagt, es ist unhöflich, jemanden in den sozialen Medien mit Sie anzusprechen. Ganz interessante Frage. Meine 5 Cent dazu erfahrt ihr gleich. Frag den Richie in dieser Woche, solltest du auf Social Media per Sie kommunizieren? Nun, die Frage ist bereits ein wenig, wie soll ich sagen,
ja, in eine bestimmte Richtung gestellt, solltest du bei sie kommunizieren. Ich muss sagen, ich schließe mich Rätsel da an und das ist eigentlich nichts, was für mich sich schon immer richtig angefühlt hat. Im Gegenteil, ich habe da versucht, teilweise zu differenzieren, nicht unbedingt nach Plattform, aber beispielsweise auf Twitter, da hatte ich schon das Gefühl, dass das Du eher üblich ist. Auf LinkedIn muss man sich dann letztendlich bei jeder Kontaktnachricht fragen, schreibe ich bei Du, schreibe ich bei Sie oder bleibe ich da unpersönlich, nehme gar keine direkte Anrede. Keine dieser Varianten hat mich dann schlussendlich so richtig glücklich gemacht. Und lustigerweise, ich habe mich vor einigen Monaten entschieden, in Zukunft nur mehr Du zu verwenden. Das ist natürlich ein fließender Übergang. Wenn man auch sehr viele Inhalte und Webseiten online hat, muss man das nach und nach ändern. Auch an sehr vielen Stellen, was weiß ich, bei Mailchimp, beim Newsletter und so weiter, steht dann unten drin, melden Sie sich bitte ab. Bei einigen Services kann man es gar nicht ändern, bei Calendly beispielsweise, wenn man die deutsche Sprachversion wählt, da ist dann immer Sie drin. Also, aber egal, ich lebe da lieber mit diesen kleinen Inkonsistenzen. Meiner Meinung nach ist das Du passend. Trotzdem möchte ich das nicht als allgemeinen Ratschlag mitgeben, sondern ich kann nur sagen, für mich hat sich das irgendwann einfach richtiger angefühlt an einem Punkt und ich glaube, das ist auch eine Sache des Bauchgefühls. Ja, mag nicht jedermanns Sache sein, fremde Kontakte mit Du anzusprechen. Was ich persönlich mir wünschen würde, da habe ich ehrlich gesagt den englischsprachigen Teil der Welt immer schon eher drum beneidet. Also, was ich persönlich mir wünschen würde, dass nicht nur das Du in sozialen Medien zum Standard wird, sondern dass das Sie aus der deutschen Sprache, aus der Umgangssprache verschwindet. Gab ja auch ältere Formen, früher gab es noch die Höflichkeitsform mit Ihr, hat man sogar vor nicht allzu langer Zeit die eigenen Eltern noch so angesprochen. Sprache ist eine fluente Sache, die sich immer weiterentwickelt. Und kurz gesagt, da schreibt auch Rezo in seinem Artikel, den ich mir übrigens sehr, sehr gelungen finde, dass Sie ist eine überkommene Form, Hierarchien auszudrücken und letztendlich der Höhergestellte bestimmt dann, wann man Du sagen darf. Ja, we don't need this bullshit, I don't need this bullshit. Und man muss natürlich auch sagen, wenn sich dann jemand wirklich mal auf den Schlips getreten fühlen sollte, ja, muss man halt riskieren. Wie seht ihr das? Ich, wie gesagt, bin mittlerweile ein großer Fan des Du. Also für mich eine ganz, ganz eindeutige Sache. Und wie gesagt, ich freue mich sehr, wenn du eine Frage hast. Ich werde die dann in einem der nächsten LinkedIn Lives und ich verspreche euch, es gibt auch nach den ersten 25 Ausgaben weiterhin genauso spannende Interviewpartner. Ich werde die dann in einem der ersten Lives behandeln. Kopf geht nach links. Hallo Roswitha. Oh, in Ägypten. Ich wünsche einen wunderschönen Urlaub. Hallo Dina. Wie gesagt, wenn ihr dabei seid, wenn ihr zuseht, ich habe keine Ahnung, es gibt Views, die Ansichten sehe ich unten, aber nicht die Live-Zuseher. Also sag kurz Hallo, stellt Fragen. Danke, dass ihr dabei seid. Danke, dass ihr mich motiviert habt, die LinkedIn-Show fortzusetzen. Und heute hier in der 25. Ausgabe zu Gast, Engine Marketing, Engin Esa, Nafset. Ich würde vorschlagen, hören wir uns einfach mal an im ersten Teil, was Engin so zu erzählen hat über Digitalisierung. Und ja, übrigens, wir waren beide mal Besitzer eines Palmpilots. Anderes Jahrtausend, andere Zeit. Viel Vergnügen mit dem ersten Teil unseres Gesprächs. Lieber Engin, wir haben uns auf LinkedIn kennengelernt, auch schon ein Weilchen her, mittlerweile auch persönlich beim LinkedIn Local in Wien. Du bist in der Stahlstadt, mittlerweile Stahl/ID/AS-Elektronika-Stadt und du hast eigentlich einen sehr soliden ID-Background und du machst Growth-Marketing, Engine-Marketing. Was können wir uns darunter vorstellen? Ja, ich komme gleich auf der Frage, bevor ich die Vorstellrunde beginne. Und zwar, ganz wichtig hervorzuheben ist, nachhaltigen Wachstum zu generieren für Unternehmen. Speziell IT-Unternehmen und sogar noch spezifischer wegen meinem IT-Background noch zusätzlich dazu im Microsoft-Umfeld, also Microsoft-Lösungsanbieter. Und nicht nur Growth-Marketing, sondern eigentlich auch Growth-Hacking. Ja? Das heißt, es geht da grundsätzlich eigentlich immer darum, wie kann man am besten den kompletten Kundenlebensweg wirklich von A bis Z abbilden, sodass es sich auch wirklich auszahlt, als Unternehmen zu wachsen, ohne wirklich hier in Schwierigkeiten zu gelangen, sage ich jetzt einmal.
Und ja, ich komme aus Linz, aus der Stahlstadt Linz, beziehungsweise genauso wie du gesagt hast, IT-Stadt mittlerweile, auch mit der Factory 300 und es sind extrem viele Techniker mittlerweile auch in Linz unterwegs und auch sehr viele Veranstaltungen dementsprechend. Ja. Ich muss übrigens immer bei dem Thema gesamten Kundenweg abdecken, an einen mir bekannten Unternehmer in einer Kleinstadt in Oberösterreich denken, der ist dort quasi Monopolist als Bestattungsunternehmer und da kann man auch nicht so viel diversifizieren. Er hat dann irgendwann outgebranched in Tierbestattungen und dann ist der Durchbruch gekommen. Er hat dann ein Gasthaus errichtet, direkt neben dem Friedhof, von wegen quasi ganzer Kundenlebensweg und macht dort vor allem Taufen und Leichenschmaus dann nach der Beerdigung. Ja, Wahnsinn, also der hat eigentlich alles abgedeckt. Der hat alles voll abgedeckt. Ich meine, dazwischen fehlt vielleicht ein bisschen was, aber ich muss immer an den denken. Der Kundenlebensweg, wobei der Kundenlebensweg muss ja im Online-Marketing zum Glück nicht unbedingt mit einem Exitus enden. Na, tut er in der Regel auch nicht. Ja. Also nein, es geht ja darum, dass du ja eigentlich bis zur Empfehlung kommst. Die meisten reden einfach nur daher, jetzt verkauf, mach und kreiere Aufmerksamkeit, baue deine Brand auf und. Ja, alles okay. Es sollte auch unbedingt so sein, dass es überhaupt zu einem Verkauf kommt. Absolut. Aber es geht dann darum, was geschieht nach dem Abschluss. Und deswegen auch speziell im IT-Segment, nicht nur wegen der Kenntnisse, sondern auch mehr oder weniger, ich sage mal, so ein Dolmetscher. Ja. Der Kunde soll verstehen, was passiert da eigentlich wirklich, so einfach wie möglich. Vor allem in den Zeiten, in denen wir jetzt unterwegs sind natürlich. Ja, das spart so viel Geld, Zeit und Nerven. Ich kenne das aus größeren Unternehmen. Ich war immer ein furchtbar unangenehmer Marketing-Mitarbeiter für die IT-Abteilung. Also das ist jemand beleidigt und dann sagt er, können wir bitte diese Überschrift von H3 damals noch bevor man sowas im CMS können wir diese Überschrift bitte von H3 auf H4 ändern? Ja, Antrag ausfüllen, dann kommt der KV zurück, das können wir bis Ende übernächster Woche erledigen. Und gehst dann hin und sagst, gib mal den blöden Texteditor. Ja, da gibt es viele Verständnisschwierigkeiten, die werden natürlich teilweise auch durchaus gezielt ausgenutzt von beiden Seiten. IT-Mitarbeiter fühlen sich missbraucht und ungeschätzt vom Marketing. Marketing-Mitarbeiter sehen IT-Mitarbeiter als arbeitsunwillige, faule, ja. Ja, ich denke mal, es gehört da überall der gesamte Kulturwandel dazu eigentlich auch in den Unternehmen. Genauso wie die Themen, die wir in letzten Wochen öfters besprochen gehabt haben, auch auf LinkedIn, wo es jetzt zum Beispiel die Themen ging zwischen Marketing und Sales, ja, wie kann man da kollaborieren, wie können da Collaborations entstehen und eigentlich gehört da schon die IT auch dazu, weil sie hat dennoch dementsprechend die Kommunikationswege aufstellen und auch dementsprechend sichern. Und da geht's also nicht nur ums interne Verständnis, sondern natürlich auch nach außen hin, wo man dann sagt, hey, wir haben ein geniales Beispiel eigentlich gehabt, also wo man dann gewisse Wörter nennt, wie Azure zum Beispiel, also Azure, das von Microsoft. Ja, die Cloud-Lösung von Microsoft, das Gegenstück zum AWS von Amazon, wo es dann darum geht, einfach die Menschen verstehen einfach nichts dahinter. Was passiert da überall? Ja? Und da geht es eher auch darum, dass die Leute dann zeigen, was passiert im Hintergrund. Was geschieht in Rechenzentren dort hinten? Wie funktioniert der gesamte Datenwandel und so weiter? Und so hat ja ein Unternehmen leichter die Möglichkeit oder die Entscheidungsfähigkeit, sich ja auch für einen Dienstleister zu interessieren. Weil er erfährt von ihm so einfach wie möglich dargestellt alles, was es gibt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel aus Unternehmen rausgehe oder sagen wir mal nur als Privater, ja, mir Software aussuchen möchte irgendwo oder ich denke mal, ich habe ein Problem, ich brauche bestimmte Videoschneidsoftware, wo wir ja das Video in letzter Zeit auch sehr oft genannt haben, dann geht es auch darum, wo finde ich genau zu den Bedürfnissen, die ich zu einem Videoschneidprogramm habe, sei es Untertitel, sei es mit Audio dabei und, wo finde ich das, wie finde ich es und was sehe ich von dem? Kann ich mich damit identifizieren? Sehe ich schon Einblicke in das? Ist leicht bedienbar und so weiter? Und genau in dieselbe Richtung geht es bei den normalen, also was heißt normalen? Eigentlich bei jedem Unternehmen geht es in die Richtung, ich möchte was sehen davon. Ich will das Ergebnis sehen. Ich will die Lösung sehen. Und dann können wir über den Rest reden. Da sind wir nämlich auch schon wieder beim Thema Painpoints von den Kunden, weil zum Beispiel war bei dem Thema Untertitel nicht für uns. Ja. Social Media Nerds ist das, wie bekomme ich mit vertretbarem Aufwand halbwegs schnell und ohne einen Tag Arbeitszeit zu verlieren, Untertitel in ein Video, Subtitle, das mit Z. Ja, es gibt da. Es gibt mehrere Lösungen. Es gibt viele Möglichkeiten schon. Ja, aber es gibt da coole Workarounds. Genau, aber der Hobbyfilmer, der Urlaubsvideo schneidet, dem ist es herzlich egal, ob er so eine Subtitle-Möglichkeit hat. Das heißt, es bedingt ja auch, dass man eigentlich nicht sagen kann, es gibt eine Lösung für Video oder es gibt eine Lösung für Unternehmen. Das sind wir dann wieder in der Nische oder in einem zielgruppenspezifischen Angebot. Genau. Und da geht es um die Individualität.
Das ist extrem wichtig. Und wenn ich überlege, du brauchst nur rausgehen und sagen, hey, ich bin ein Microsoft-Lösungsanbieter. Ich meine, wie groß ist denn die Word von Microsoft? So ehrlich muss man es sein, es gibt nicht nur Word, Excel etc. und, ja, sondern es gibt viel mehr da dahinter noch. Der B2B-Umsatz von Microsoft ist genau, ja mal größer als der B2C-Umsatz. Sie haben im letzten Jahr geile Schritte gemacht, sie haben sehr viel nachgeholt, sie haben Security aufgestockt und, was auch entscheidend und wichtig war. Aber wie gesagt, da waren wir da beim Einfachen bleiben, da geht es immer um die Individualität. Und da geht es darum, das hervorzuheben. Ich bin im Satya Nadella immer noch Kram für die Einstellung von Windows Phone. Okay. Jahrelang gehabt. Ich war damals bei der Präsentation der ersten Generation in Vegas und da haben sie uns allen eins mitgeben dann. Das war super. Es hat dann begonnen, schwierig zu werden, als es ewig kein Instagram gegeben hat, dass Instagram mal groß geworden ist. Aber es war meiner Ansicht nach weit überlegenes System. Naja, Bylots, Palm Bylots waren auch mal cool. Da, ja. Kennst du Palm Bylots noch? Was für ein Jahrgang bist du? 86. Ja, da kennst du. Sag mal aber noch was. Ja. Wir haben die Handy, Palm Pilot und dann die Smartphones. Ja, extra genau. BDA, der nicht online war. Verrückte Welt. Die Pilots sind ja eigentlich, wenn man überlegt, sogar sehr lange am Markt gewesen. Oh ja. Also für den Wandel, den es gegeben hat, eigentlich sogar. Ja, waren es schon sehr lange auf dem Markt und die Pilots waren, also wenn es mir nicht täuscht, die waren ja sogar im B2B voll stark unterwegs. Ja, die Pilots sind ja voll oft bei Field Operators eingesetzt worden. Genau. Und wo die wirklich ausgegangen sind, wo es ja um eigene Teamkommunikation gegangen ist und. Weil die Pilots waren schon genial. Ja. Das Gerät war, also, der Apple Newton war unerschwinglich quasi und ja. Mehr Designstudio als sonst was. Ja. Dann ist die also, Zeit von Nokia gekommen und jetzt. Ja. Jetzt schon heutzutage ist es fad, oder? Die schauen alle so ähnlich aus und. Ja, alle orientieren sich am selben Design und. Mhm. Egal, ob es Huawei ist, egal, ob es Samsung ist, ob es Apple ist, wurscht, ob es OnePlus ist, alle, Xiaomi, die schauen alle sehr ähnlich aus. Ja, und das ist ja mittlerweile ein sehr gelerntes Fahren. Das ist ja schwierig. Wir haben bestimmte Größe unserer Hände, wir wollen maximal großen Bildschirm. Aber ja, Hardwareentwicklung war wahrscheinlich schon mal spannend. Glaubst du, dass es da in der nächsten Zeit wieder mal irgendwas gibt? Ja, also vor allem in den Bereichen, was jetzt die Fold-Phones betrifft. Natürlich, Samsung F ist ja schon mittlerweile auf dem Markt draußen. Ja. Da musst du gleich mal 2.100 Euro bezahlen, wenn du es direkt bei Samsung bestellst. 2.800 Euro. Und das Samsung Fold ist schon sicher sehr interessant. Aber ich kann mir nicht vorstellen, also ich persönlich kann es mir derzeit noch nicht vorstellen. Es heißt ja immer, das Smartphone schlechthin wird aussterben. Und solche Prognosen gibt es ja schon und das Samsung Fold ist ja eigentlich mehr oder weniger das Phablet, beziehungsweise auch wie die Riesentelefone. Kann sein, dass es sich durchsetzt, meiner Meinung nach, aber sehr schwer. Vor allem, es hängt davon ab, wie schaffen sie das mit der Größe in Zukunft an, wie ist wirklich die Bedienbarkeit und, weil ich finde schon, dass das wieder in die Richtung gegangen ist mit dem Samsung Fold, dass du Telefonzellen eingesteckt hast. das ist halt schon derb. Und sonst kann es in die Richtung gehen. Ich glaube schon, dass Telefonieren vielleicht eher in die Richtung geht wieder mit Mini-Gadgets, so wie zum Beispiel auch eher wieder mit einer Watch, ja, wieder mit der Apple Watch zum Beispiel. Oder ein Ring mit einem Holo-Projektor. Zum Beispiel das von Amazon. Es ist ja, hast du es gesehen? Gestern ist es veröffentlicht worden, die Tippmöglichkeiten über die Frontkamera vom Phone. Na? Holo-Tastatur. Also es gibt jetzt eine Möglichkeit, an dem arbeitet Samsung. Du kannst da das Phone hernehmen, also wirklich das Smartphone nimmst du her, das stellst da hin, auf einen gewissen Abstand zu einem Winkel, dann hast du die Frontkamera, die direkt auf dich gerichtet ist. So, und die richtet sich aber auf deine Hände und du tippst im 10-Finger-System. Der erkennt durch deine Tippweise, wie du tippst. Der Return of Tastatur, oh mein Gott, das wäre wunderschön. Ja. In dem Leben freue ich mich immer mit Texteingaben auf Touchscreens an. Ja, für mich ist halt natürlich nebenbei trotzdem die Frage, kann sich das durchsetzen? Also wirklich mit so einem Art Holosystem, ja, dass man tippt und Tasten schreibt. Denn ich bin schon der Meinung, dass sicher mehr statt Tippen wieder Richtung Sprechen gehen wird, wo man sicher mehr in diese Richtung sich entwickeln wird. Und Telefonie kann sein, dass wieder, wie gesagt, eher an Mini-Gadgets geht und eher vielleicht, dass man sagt, man hat kein typisches Smartphone mehr, sondern man hat ein Mini-Gadget rein nur zum Telefonieren und ein zusätzliches Teil, was jetzt extra nur für Display ist, sage ich dann, für Arbeiten und so weiter. Bei mir wohnt jetzt ein Alexa. Computer, sag Hallo zu Engin. Hallo. Wow,
Wow! Ich wollte es ja, ich wollte es ja eigentlich nicht. Ich habe noch immer das Gefühl gehabt, dass ich kein Gefühl, das Gefühl gehabt, dass ich kein Gespür bekomme für die Sprachinterfaces, wenn ich es nicht mal wirklich ernsthaft einsetze, weil es ein bisschen Ja. mit dem Handyassistenten und so. Und ich finde das Interessanteste, dass man nur diese vier Keywords einstellen kann, die anscheinend fix am Hardware-Chip kodiert sind. Okay. Alexa, Computer und noch irgendwas. Ich habe eben Computer verwendet. Ich hätte wirklich lieber an Bordrechner als Barry Roden gehabt. Aber Okay. nichtsdestotrotz, jetzt das Wort Computer kommt natürlich so auch, so wie jetzt zum Beispiel, immer wieder mal vor. Und dann plötzlich mischt sich Alexa in Unterhaltungen ein. Also das ist schon eine parasoziale Komponente, die recht neu ist. Ja. Und ich war sehr überrascht, dass man doch mit einer halber Techniker sein muss, um mehr als 10 Lampen zu konfigurieren. Aber ja, das ist eine interessante Welt. Ich könnte mir auch vorstellen, wobei natürlich der große Unterschied ist, das übersehen viele Apologeten von Sprachinterfaces. Sprache ist natürlich ein lineares Medium. Text oder Visuals oder Grafiken kann man natürlich auf einen Blick scannen oder überfliegen. Das ist schon Natürlich. beides sehr berechtigt. Ja. Ja, es geht sicher auch in die Richtung, dass man dann sagt, es gibt ja auch schon die Prototypen mit Telefonie und Calls via Holo, mit Ja. Hologramm. Gibt ja auch schon diese Möglichkeiten. Und da ist halt immer die Frage, ja, für was nutzt du das wirklich? Also, es ist, Interessant es, ist, eines ja. der interessantesten Ergebnisse oder Erkenntnisse aus der Kommunikationswissenschaft ist ja, Bildtelefonie wäre ja technisch seit den 70er Jahren möglich gewesen, ohne weiteres analoge Bildtelefonie. Aber es ist halt, war halt niemand wahnsinnig daran interessiert, sich quasi bei Gesprächen auch optisch adäquat präsentieren zu müssen und es ist eher ein Feature, den anderen mitzusehen beim normalen Telefonieren. Das heißt, das, was technisch machbar ist, war noch nie das, was ich. Und by the way, das würde mich auch der Einschätzung dazu interessieren. Unser Freund Mark Zuckerberg hat sich ja sehr euphorisch geäußert über die Zukunft der 3D-Environments, Virtual Reality bis zu Sportübertragungen und so weiter. Und Google war am Anfang auch recht euphorisch mit den Glasses. Beides recht eingeschlafen, oder? Sehr nüchtern, wenn man sich zum Beispiel die Reviews der aktuellen 3D-Hardware auf Amazon Ja. liest. Ja, es ist, also was jetzt AR oder VR betrifft, sage ich jetzt einmal, ist, ich denke mal, ein richtig schwieriges Thema. Ja, Vor das allem, ich habe mich sehr, also ich habe mich persönlich, das war jetzt vor 2 Jahren, mit der Oculus angefreundet gehabt. Also ich habe die Oculus zu Hause gehabt, habe wirklich mit der VR-Oculus-Brille, also für die Leute, die das nicht wissen, das ist speziell, was Facebook dann gekauft hat, Oculus zum Entwickeln im VR-Bereich Brillen gehabt, dass man Virtual Reality erleben kann, auch zu Hause. Über den PC. Und ich habe mir das angeschaut gehabt, vor allem sehr spezifisch mit Steam VR, mit der Oberfläche, auch in Bezug auf Gaming und auch mit deren kompletten Bedieneroberflächen im Steam Social Bereich. Also du gehst halt im VR ein und dann bist du in einer eigenen Oberfläche auf Steam, wo du ein bisschen umschauen kannst. Da könnte man sogar, glaube ich, jetzt mittlerweile sogar mehr machen, was es Social Media betrifft, aber dann auch im Gaming. Und im VR ist aber die Sache, zum einen den Platz zur Verfügung zu stellen, nach wie vor, der notwendig wäre. Im privaten Umfeld tue ich mir da schwer, dass ich da wirklich sage, das wird sich noch dermaßen Ja, umsetzen, also gibt's Second durchsetzen. Life eigentlich noch? Ich habe es nie gespielt, aber meine Frau hat letztens eine Na. Krimi-Folge geschaut, da ging es darum, dass irgendjemand wen gestalkt hat in so einem Second Okay. Life-Klon. Ich war, glaube ich, schon älter. Ja, das war auch irgendwie, haben wir auch Ja, gedacht, wir es werden. gibt schon einige Games noch, die auf VR Second gespielt Life. werden. Es kommen auch nach wie vor neue VR-Games. Ja. Und Steam ist ja da eigentlich auch, was das betrifft, sehr gut aufgestellt und vorbereitet. Ha! Wo? Official Site, Second Life's Official Ja. Website. Second Life Ja, is a dann gibt es free das eh noch. 3D Virtual. Erstaunlich. Gibt es noch. Ja. Ja. Ja, es gibt, mein Steam hat sogar geschafft, dass die Spiele, die nicht VR sind, VR darstellen. Okay. Man kann das ein bisschen rendern lassen, dass ein bisschen so ein Feeling von VR reinkommt. Dort, wo du die tiefen Informationen Genau. ohnehin im Modell drinnen hast, Ich weiß noch, sozusagen. wie ich mir damals, wie hat das geheißen? War das Resident Evil? Also so eine richtig derbe Szene in VR einerzogen habe, wo ich mir gedacht habe, okay, das war heftig. Aber ich denke mal, dieser Bereich, weil ich habe es jetzt verfolgt, auch mit Las Vegas, mit der CES, wo jetzt auch neue Brillen vorgestellt wurden vom VR und und. Die ja, neue Designs, kleiner sind, waren angenehmer, sicher zum Tragen und und. Aber wie sich das durchsetzt? Ich sehe sehr viel im Bereich des E-Learnings. Also ich sehe extrem viel Potenzial im E-Learning für VR und AR, vor allem in derer Hinsicht bei gewissen Themen. Sagen wir mal zum Beispiel, ich sage es mal in der Forschung oder speziell Ingenieurswesen und, wo man sich genau mit dieser Technologie sehr viel an Wissen aneignen kann und testen kann, probieren kann, ohne dass man aktiv irgendwo anders eingreifen muss. Das finde ich Ja. extrem gut im E-Learning-Bereich und sonst.
tue ich mir ein bisschen schwer. Ich war mal in Kontakt mit einer Firma aus Wien. Ich nenne es keine Namen. Das war damals ein Pitch von mir, den ich gemacht habe, weil ich habe mir gedacht, okay, ich unterstütze das Unternehmen, habe dort die Möglichkeiten geboten, die ich biete, und habe mir das angesehen. Und die erarbeiten eine komplett neue Plattform derzeit, die dann auch über Steam Live gehen soll, dass du nur noch im VR social bist. Also du kannst in VR dich mit deinen Kollegen treffen, Virtual Reality Personen und, jeder kommt da einer und du verbringst den Tag miteinander. Egal ob mit Gaming, egal ob es gemeinsam was anschauen willst und. Ich finde das ein bisschen extrem strange. Ja, die Frage ist, warum? Es ist schon cool, in gewisser Art und Weise, was die Technologie kann, und dann kommen so, ja, du im Gaming kannst dann auch gemeinsam Gesellschaftsspiele machen und dann in-game Purchases machen, mit denen sie dann Geld verdienen und denke ich mir, hey, für was? Ja, es ist sowieso jetzt schon lästig, ja, und es ist im E-Sports kommt so oder so, das ist klar. Aber ich bin auch ein voller Fan von E-Sports und auch aus der Vergangenheit, aber da reicht es eh schon, was es da ist, meiner Meinung nach. Hey, du sprichst mit jemandem, der eine Season lang unter den Top 1000 Playern von Gwent war. aber okay, fragen wir mal, wie viele Leute kennen das? Ja, ja, okay, wahrscheinlich nicht so viele. Es spielen immerhin, glaube ich, 8 Millionen aktuell oder so. Schon so viel? Ja, schon, das ist in Korea und China total. Und das sind Meme-Players. Koreaner haben Strategiemeister. Ja, der asiatische Raum ist sowieso derb, was E-Sports betrifft. Und ich finde es ein bisschen schade, weil die Deutschen hätten auch wirklich ein paar gute Leute dabei. Aber das kommt sicher mehr und mehr. Ja. Wir verschlafen halt im deutschsprachigen Raum einiges. Ja? Das, ist so. Das ist ja schon immer so gewesen, das ist nach wie vor so. Und wir sind dann sozusagen in Österreich noch einmal extra innerhalb des deutschsprachigen Raums zurück. ich komme aus Osttirol und wir haben das mir oft früher anhören müssen, dass die Leute dann gesagt haben, wenn ein Atomkrieg kommt, dann gehe ich nach Osttirol, weil die sind 2-3 Jahre hinten nach. Und die hat dann immer gesagt, ich gehe ins Burgenland, weil da war er schon. Aber wenn man sich den ganzen Online-Werbemarkt in Österreich anschaut, ÖWA und so, ist immer wieder lustig, die Statistiken zu lesen, aber der bewegt sich schon sehr anders als der Rest der umgebenden Welt. Ja, natürlich. Ihr seid die Allerbesten. Vielen, vielen Dank für die vielen Kommentare. Ich glaube, man sieht auch, dass uns beiden, Engin und mir, das Gespräch ziemlich Spaß gemacht hat. Update vom Jubiläums-Zimtschneck ist auch nicht mehr sehr viel übrig. Und wir haben heute voll cool, passend zur Jubiläumssendung, ein total internationales Publikum. Roswitha dabei aus Ägypten. Harald schaut uns zu aus Thailand. So ein frischer, scharfer Mangosalat. Yummy, wäre jetzt was. Hallo Gabriela, hallo Ilkay, hallo Dirk Oliver, hallo Renate, Katja Engin. Freut mich sehr, dass ihr dabei seid. Hallo Arno, bin ganz deiner Meinung, dass Voice die Zukunft ist. Und wie gesagt, ich muss das auch mal selber ausprobieren. Es hat ja begonnen damit, dass Astrid den Fire TV Stick mit Sprachsteuerung bestellt hat. Und der ist ja sozusagen noch recht wenig intrusiv oder immersiv, je nachdem. Da muss man auf den Button drücken und verwendet ihn eigentlich wirklich nur mehr oder weniger, um Sendungen auszuwählen. Ja, da kommt definitiv noch einiges auf uns zu. Im ersten Teil des Gesprächs, wie gesagt, digitale Trends. Im zweiten Teil haben wir uns dann auf das Hauptthema dieser Sendung konzentriert, nämlich auf LinkedIn. Engin macht ja mit seinem Unternehmen Engine Marketing. Die Links zum Interview findet ihr wie immer in den Shownotes, in den Kommentaren. Berät Unternehmen beim Wachstum, speziell Microsoft Solutions Provider. Und Engin nutzt selber LinkedIn auch sehr intensiv. Das wisst ihr wahrscheinlich. Und ja, im zweiten Teil geht es eben darum, welche Rolle spielt LinkedIn im Growth Marketing? Viel Vergnügen mit dem zweiten Teil unseres Interviews. Ich esse währenddessen die Zimtschnecke weiter und freue mich natürlich nach wie vor über Kommentare. Danke an alle, die dabei sind. Heute 25. Jubiläumssendung, wobei ihr seht es im Archiv, die ersten, ich weiß nicht auswendig, müsst nachschauen, 10 oder 12 Sendungen, die waren noch nicht live, sondern voraufgezeichnet. Dann habe ich den Live-Zugang bekommen, aber nichtsdestotrotz 25. LinkedIn-Show mit Datenschmutz. Und hier der zweite Teil des Interviews mit Engin Eser, Engine Marketing. Was für Rolle spielt LinkedIn für dich in deiner Arbeit? Okay, was für Rolle spielt LinkedIn für mich? Also eine extrem große Rolle, das kann ich schon sagen. LinkedIn ist für mich die Plattform zu recherchieren, schlechthin. Vor allem ist in gewissen Bereichen natürlich, was ist Technik, Innovation und das Ganze betrifft, das ist klar.
Gleichzeitig ist für mich LinkedIn die Möglichkeit, ein Netzwerk aufzubauen, das wirklich qualitativ hochwertig ist, wo man wirklich auf gewisse Sachen eingehen kann. Weil meiner Meinung nach sieht man via LinkedIn einfach mehr Informationen von den jeweiligen Personen, die sie halt natürlich auch preisgeben, um sein Netzwerk besser zu pflegen im Vergleich zu anderen Plattformen, meiner Meinung nach. Natürlich kann man auf Facebook zum Beispiel auch extrem viel Informationen eingeben, aber ja, tut halt nicht jeder im Business-Kontext jetzt. Im Business-Kontext ist natürlich LinkedIn, was das betrifft, sehr gut, sehr prädestiniert. Man sieht es in den letzten Monaten auch an den Zahlen zwischen LinkedIn und Xing, wo LinkedIn natürlich Xing überrumpelt hat. Das ist dieses chinesische Network, gell, das früher Musical.ly geheißen hat. Ah, nein, das war was anderes. Ich glaube, das wird ein Running Gag werden. Ja. Na, und LinkedIn ist halt für mich extrem wichtig, in der Hinsicht wirklich Content zu produzieren und auch zu konsumieren, aber in der Hinsicht nicht nur mit How-Tos oder ich bin geil und der super Typ und weiß ich nicht, was alles, ja, sondern wo ich wirklich tiefer in die Materie reingehe, egal ob es jetzt mein eigener Content ist oder den ich auch konsumiere und so Diskussionen anstoße. Und ich finde das extrem wichtig, vor allem, weil man dann auch sieht, man kann da mit echten Profis und Fachleuten reden in einer gewissen Branche, wo man die Frage stellt und dann kommen die Rückmeldungen und dementsprechend erarbeitest du nicht nur Wissen, sondern du erweiterst deinen Horizont, was ja sowieso in unserer Branche extrem wichtig ist, das ist klar, und kannst nur tiefer, und das ist wirklich, glaube ich, das einer der ausschlaggebendsten Punkte, noch tiefer auf die Wünsche und Bedürfnisse eingehen, die für deine Zielgruppe notwendig sind. Ja, ich denke auch, dass dieser Market Research funktioniert extrem gut dort. Und ja, und es ist natürlich auch eine recht individuelle Sache. Ich meine, wir eh schon öfter auch darüber diskutiert haben, es geht ja letztendlich alles um Kommunikation. Absolut. Ich glaube, es ist schwierig für die Automatisierungsfreaks. Also ich bin, so wie das momentan, ich meine, ja, es gibt Engagement-Bots und so auf LinkedIn auch. Aber ich glaube von... Bin ja auch schon geworben worden, was das betrifft. Aber. Ja, sehen wir hier, aber das ist So billig kriegt sie ja mein Like nicht. Nein, ich finde jetzt, es gibt kein Engagement-Pod, glaube ich, was qualitativ hochwertig ist, wo du gute Comments kriegst. Doch. Die eigene Bubble ist meistens auch qualitativ. Ja, okay, das ist klar. Ja, das ist klar, okay. Aber ich denke mal, wo du dann auch wirklich qualitative Comments kriegst, wo man dann Gespräche anzetteln kann, wo man wirklich Q&A betreibt, aktiv moderiert. Das, was wirklich Sinn macht, sage ich jetzt einmal. Also virtueller Gesprächsstoff, sage ich jetzt. Ja, und gleichzeitig, ich denke mal, was du vorher angesprochen hast, Automatisierung. Ja. Ich habe Automatisierung selbst gemacht. Ich mache da kein Geheimnis drüber. Ich habe getestet, ich habe gemacht, ich habe mir es angeschaut und habe es auch mit Kunden gemacht und angeschaut und. Ja. Wenn man es richtig einsetzt und qualitativ hochwertig einsetzt, dann hat es einen Sinn und auch mit einer gewissen Vorsicht. Vor allem, wenn es gewisse Tätigkeiten betrifft, von Daily Habits, die man automatisieren kann und. Ja, aber ja, wo man nicht vergessen darf, wo so gut wie es möglich sein sollte, noch individuell auf die jeweilige Zielgruppe eingehen zu können und auch zu personalisieren. Und ich denke mal, im First Touchpoint geht das nur mit der Automatisierung, wo du gewisse Tätigkeiten an Zeitinvest ersparst, also wo du Hilfsmittel holst, ist okay, ist meiner Meinung nach auch okay, gibt es genügend Sachen. Werde sicher weiter testen in dem Bereich, aber es geht halt darum, es gibt Leute, die sind genug unterwegs in dem Bereich, es gibt ja einen eigenen Post, den wir gemacht haben in einem Videocast mit zwei anderen Kollegen, wo es dann auch darum gegangen ist, Herz zum Pitchen auf, automatisiert. Also das ist derb, was da unterwegs war. Ja, vollkommen unsinnig. Also, passiert nach wie vor. Für mich ist das beste Tool, ist meiner Ansicht nach wirklich der Sales Navigator, den relativ wenig Leute verwenden, wenn ich wirklich recherchieren will. Ansonsten natürlich einmal die Frage, wie groß ist meine Zielgruppe überhaupt oder wie viele Kontakte kann man auch sinnvoll handeln, sozusagen. Und das ist ja, natürlich, das ist klar, weil nach einer gewissen Anzahl von Kontakten bist du im Arsch. Aber wir zwar haben persönlich einmal darüber geredet, was die Messenger-Möglichkeiten betrifft oder dass man Messages zum Beispiel strukturiert und dass man da einen Überblick bewahrt. Egal, ob du jetzt ein CRM angebunden hast wie HubSpot oder nicht oder andere CRM-Möglichkeiten wie Salesforce zum Beispiel, du hast überall das Problem. Ja. Du musst manuell eingreifen, dass du eine gewisse Struktur hast und einen gewissen Überblick. Und weil du gesagt hast, Sales Navigator, ich habe einen Sales Navigator da, er kostet halt Geld, ja, das weiß ich, 75 Euro, glaube ich, oder? Ich schaue da gar nicht, aber 70 Euro, sowas. Rentiert sich voll?
Also ist die beste Investition, die man, glaube ich, tätigen kann. Vor allem, weil man noch tiefer und genauer recherchieren und filtern kann. Das ist einmal gut. Und man kann es als Dienstleister, wenn man es auch als Dienstleister nutzt, durch sich selbst auch für seine Kunden nutzen. Das vernachlässigen extrem. Ja, ganz genau. Extrem wichtiger Punkt. Ja. Das ist, da, und dafür ist ich habe auch so, wichtig. Wenn ich mit meinen Kunden arbeite, okay, schau, ich recherchiere für die da einer, dass du auch weißt, hey, wie schaut es da aus. Genau. Man kann sogar Listen ziehen, wann man will. Man sollte halt nicht zum Spammen anfangen und E-Mail-Marketing daraus machen. Das darf man nicht. Das ist gesetzlich nicht erlaubt. Obwohl, das ist ein Graubereich, glaube ich, einmal, weil im Endeffekt haben sie ihre Daten freigegeben. Aber das ist immer so eine Frage. Die DSGVO ist im Zweifelsfall immer gegen den Spammer. Im Endeffekt schon, ja. Und da ist gescheiter. Ja, eigentlich, siehst du, jetzt hast du mir auf eine interessante Idee gebracht. Das ist ja eigentlich, man darf ja überhaupt niemanden irgendwie kontaktieren. Da gibt es ja viele schöne Videos dazu. Visitenkartenübergabe vom Rechtsanwalt Solmecke gibt es da schöne Parodie auf YouTube. Eigentlich diese Social Networks oder LinkedIn sind ja eine der wenigen verbliebenen legalen Möglichkeiten, fremde Personen anzusprechen. Stimmt, ja. Eigentlich oder schon. Dass sie einem die Datenschutzbehörde auf dem Hals hetzen können. Leute, das müsst ihr ja mal aus der Perspektive sehen. Das stimmt. Du darfst eigentlich nicht einmal mehr den Telefonhörer in die Hand nehmen. Nein. Und natürlich sagen sie dann auch immer, das fällt unter gewissen Graubereiche und berechtigtes Interesse, weil du bist auch ein Unternehmen, der andere ist ein Unternehmen und. Und sicher, das kann man dann auslegen. Aber was der die Fuß-Fuß-Chance möchte ich jetzt auch nicht immer riskieren. Sicher gibt es gewisse Situationen, wo man denkt, okay, das war jetzt vielleicht wirklich so eine Fuß-Fuß-Partie, aber das sollte nicht die Regel sein. Ja. Weil ich denke mal, wenn man auch zeigt und wirklich professionell sein möchte und auch ist, dann sollte man dementsprechend auch ein bisschen das leben und vorzeigen. Weil wenn ich jetzt Daten habe, dann soll ich damit dementsprechend auch gut umgehen. Und genauso auch, wenn ich aussiege, warum soll ich halt akquirieren? Sicher kann man, ja, habe ich auch gemacht. Jeden sein überlassen. In einer gewissen Art und Weise und Situationen wirst du das brauchen. Streite ich auch nicht an, wenn ein Cashflow notwendig ist, du musst aktiver werden und, das ist klar. Aber ich denke mir trotzdem, man hat so viele Möglichkeiten, dass du Aufmerksamkeit auf dich ziehst, ohne dass du den Leid auf den Arsch gehst. Ja, und ja. Es ist so. Absolut, und ja. Dann ja. Zwick halt, also reiß die zusammen, gib einmal 2, 3, 4 Wochen richtig Gas, ja, was jetzt zum Beispiel genauso Produktion von Content betrifft oder genauso auch im bestehenden Netzwerk, wo du sowieso schon Daten hast, was viele vernachlässigen, mal aktiv zu fragen. Hey, Leon, so und so schaut es aus. Ihr wisst, was ich mache. Gibt es nicht vielleicht irgendwo Anknüpfungspunkte oder weiß nicht was, Synergien, wie kann man was machen, Partnerschaften und. Ich meine, ich bin ja sowieso ein Freund von Collaborations, aber die Leute müssen reden miteinander. Und genau. Und da ist LinkedIn ein Durchlauferhitzer dafür. Absolut. Das hat in dieser Richtung sehr, sehr viel geändert. Was sind so deine LinkedIn-Pläne für 2020? Ein Video natürlich, wird weiterhin eine große Rolle spielen. Ja, natürlich. Du betreust ja auch gerade die dritte Challenge, ist das jetzt, oder? Challenge Nummer 3 unserer Dach-TV-Gruppe. Also Video wird eine massive Rolle spielen 2020, das ist klar. Also Content und genauso auch Awareness Creation für mich natürlich, für meine eigene Brand. Und das hätte sich ja niemand gedacht vor 10 Jahren, dass zwei so hässliche Vögel wie wir mal vor der Kamera stehen. Und damit es hätte sich keiner gedacht, dass aus Österreich sowas kommt. Also ich kenne fast keinen aus Österreich, der irgendwie dergleichen sowas macht. Ich sage es ehrlich, wie es ist. Ich kenne wirklich wenige. Also was das LinkedIn betrifft, bist eigentlich du. Ja. Dann bin ich. Ich weiß gar nicht, sonst, ich wüsste das nicht, wer aktiv wirklich so viel Content Creation macht, sage ich jetzt einmal. In anderen Orten und Weisen ja, also wie Blog schreiben und, gibt es mehr als genug, aber ich meine so echter Video-Content Creation sehe ich wenig. Ja, stimmt. Noch eher die Ausnahme. Ja, wenn LinkedIn auch so geizig ist mit den Live-Verkauf. Obwohl man könnte, in den 10-Minuten-Videos geht ja auch ganz schön viel. Absolut, absolut. Wenn man es richtig gestaltet, wenn man schafft, dass der Spannungsbogen hoch ist, und das ist natürlich ein Ziel bei mir, nach wie vor 2020, wie gesagt, mit Videos, Videocasts weitermachen, mit Leuten einladen, Gespräche führen, dementsprechende Insights zu zeigen. Es werden Use Cases von mir als Koma, die ich da veröffentlichen möchte. Also LinkedIn spielt massive Rolle, was Content Creation betrifft und natürlich Awareness. Gleichzeitig aber dazu, weil du es angesprochen hast, LinkedIn Live. Ich möchte LinkedIn noch mehr am Arsch gehen. Ich will die Live-Freischaltung haben. Es ist so, ich will es unbedingt haben. Ich möchte den Leuten die Möglichkeiten geben, dass ich, wenn ich ein- oder zweimal in der Woche live gehe, auch aktiv live Fragen stellen können, wo ich dann wirklich darauf eingehe.
Weil ich denke mal, mit dem kannst du viel mehr Mehrwert noch bieten. Du kennst das, wie es bei dir ist, mit deiner LinkedIn-Live-Show. Und ich möchte da einfach wirklich auf Fragen aktiv direkt eingehen können. Und ja, dementsprechend auch natürlich auch mit, man kann bei jeder Live-Session kann man gewisse Themen aufgreifen. Man kann aktiv Research machen, man kann Umfragen starten, genauso auch im Live und. Und wenn man die Möglichkeit hat, warum sollte man es dann nicht nutzen? Es ist, das ist natürlich ein Ziel von mir, wenn das super wäre für dieses Jahr. Die anderen Ziele, was speziell LinkedIn betrifft, ist natürlich, ich weiß, LinkedIn Top war es wieder ein bisschen schwach. Ja, ja das, geht sich aus. Das geht sich aus. Aber es muss man, glaube ich, verdammt viele Artikel schreiben. Ja, ja. Das ist immer bei mir das einer der größten. Ich weiß nicht, ob ich das mache. Das ist bei mir einer der größten Kannibalisierungspunkte, weil sozusagen nicht notwendigerweise Bros before Hose, aber sozusagen Blogs before Social überhaupt kein Thema. Es ist die Sache, wenn ich sehe es ja bei den Artikeln, die gut funktionieren auf LinkedIn, was die Arena und so schreibt. Das sind super tolle, spannende. Und da steckt da viel Arbeit und Aufwand drin. Der mir ja auch nicht fremd ist, aber ich muss eben sagen, wenn ich so viel Aufwand reinstecke, dann stelle ich den Artikel auf meinen Blog. Deswegen tue ich mir mit dem Artikel-Feature nicht ganz unschwer. Ja, es ist ja das Problem, wenn man es dann Artikel auf LinkedIn veröffentlicht und dann gibt es Leute vielleicht, die glauben, ich habe den Fehler auch gemacht. Ja, genau denselben Artikel habe ich auf meinen Webseiten drauf. Ui, dann ein Problem. Duplicate-Schüssel. Weil der LinkedIn-Artikel indexiert ist natürlich und dann kommt das Duplicate drauf und dann kriegst du eine Negativbewertung. Den Fehler habe ich auch gemacht. Den werde ich sicher nicht mehr machen, ist mit der neuen Webseiten. Aber über Zeit lang probiert quasi den vollständigen Artikel bei mir zu posten und dann einen kurzen, komplett umgewordeten Abstract und damit weiterlesen. Und das wiederum reicht nicht. Für einen guten Artikel auf LinkedIn aus, das ist wirklich ein bisschen entweder oder. Weil auf der anderen Seite, es ist ja nicht jeder in der luxuriösen Situation, ein eigenes Blog zu haben oder einen Server und so. Dafür ist es natürlich extrem super, dass du eine Möglichkeit hast, Artikel zu posten. Aber natürlich, im Hinblick auf die eigene Website ist halt, viele schreiben Artikel mit anderen Profilen im Kontext zum Business und die haben jetzt nicht die eigene Homepage dazu, die dann dazu passt und. Genau. Wenn man sich denkt, das sind Mitarbeiter, die jetzt in speziellen Abteilungen arbeiten, sage ich jetzt einmal, wie auch zum Beispiel in Communications oder im HR zum Beispiel, wo sehr viel unterwegs sind auf LinkedIn nach wie vor, weil ja LinkedIn als personaler Plattform entstanden ist und es ist, aber ich bin auch eher der Freund, wie man denkt, bevor ich einen Artikel auf LinkedIn veröffentlicht, ich habe welche veröffentlicht, mache ich aber nicht mehr oder vielleicht kommt es wieder, kann sein, eher den Artikel nutzen aus Mediathek. Das ist ein Tipp, den man geben kann. Man kann den LinkedIn-Artikel als Mediathek nutzen. Und gleichzeitig aber da verweise ich lieber wirklich auch dann auf die Homepage, wenn man dann denkt, wo die Menge an Text sicher sinnvoll aufgehoben ist. Genau. Ja, das mit der Mediathek, mit der LinkedIn-Show auch teilweise. Einer der Vorteile ist ja, dass der letzte Artikel immer relativ prominent am Profil ist. Da habe ich gesagt, Duplicate Content ist halt, Eine Frage, die ich allen Gästen stelle. Wir kennen uns ja mittlerweile, wie gesagt, auch persönlich, aber du hast auch dein Netzwerk auf LinkedIn, die wissen, was du machst und so. Erzähl irgendwas, was deine LinkedIn-Kontakte nicht über dich wissen. Gar nicht über dich wissen. Was sie gar nicht über mich wissen. Ja. Also das, was keiner weiß von mir, ist, dass ich extrem gern zeichnet. Also wirklich sehr gern zeichnet mit Bleistift-Sketches gemacht habe. Sehr viel sogar. Ich war dann auch extrem viel in dem Bereich im Design drin, aber nur privat für mich selber. Auch mit so einem Designpad und weiß nicht was, wo ich halt mit Illustrator und Photoshop sehr viel gemacht habe. Das war ein sehr interessanter Bereich, aber das, was extrem geil war immer irgendwie mit Bleistift irgendwas, so Sketches machen, zeichnen, irgendwelche Designs erstellen und so weiter. Also das ist was sicher ein Bereich, den die wenigsten von mir kennen oder auch wissen. Beneidenswert. Dass ich, das mit dem Zeichnen war halt kommt schon aus der Kindheit, sage ich jetzt einmal. Also das hat halt wirklich angefangen in der Volksschule. Ich habe wieder den Weg dorthin gefunden, beziehungsweise hinfinden müssen, dass ich gerne wieder zeichnet. Aber das wissen wirklich die wenigsten. Ja. Und bei mir hat sich schon im Kindergarten abgezeichnet, dass ich Kaffee und Koch werde. aber heißt das nicht, dass das irgendwie Ansichtssache ist?
Ja, es gibt Leute, die machen einen Strich und da heißt es, es ist Kunst. Ist ja. Muss ich fairerweise zugeben, bei meinen Zeichnungen ist das Chaos. Nein, aber das sind halt so, ich finde, dass das einer der Bereiche ist, was die wenigsten Leute von mir wissen. Ja, stimmt, das habe ich ja überhaupt nicht gewusst. Und ja, dass ich Free-Athlet eigentlich war. Oh. Ja. Und also mit eigenem Körpergewicht extrem viel Sachen gemacht habe. Und da sogar beim Spartan Race war. Und ja, solche Sachen. Ja, ich bin halt ein verrückter Vogel eigentlich. Also wenn mir irgendwer wirklich privat erleben würde, ja, dann da ich denke, den hat es ein bisschen. Aber das ist, weil ich mit meinen Kindern das auch gerne mache. Das ist also, ja klar. Aber nicht nur, ja. Ich bin einer, der, ich weiß nicht, kennst du das, wenn man einfach da sitzt und dann so redet und dann wagelst du? Kennst du das? Ja, ja. Das ist so ein psychopathischen Wagler. So. Und da ist mir immer gesagt worden, hey, was der ab und zu hast du irgendwie so einen Psychotouch. Sag ich, hey, weiß ich nicht, keine Ahnung. Das kann passieren bei mir, ja. Das kann passieren. Aber das gehört dazu. Das klingt auch sehr harmlos. Ja. Nein, so ist gar nicht. Ich weiß nicht, was Skandale von mir wüsst. Nein. Es gibt schon ein paar. Es gibt ein paar Szenarien. Ich überlasse den Kollegen vom Boulevard. Nein, da gibt es schon ein paar Szenarien, die da sicher nicht immer so schön waren und leibend waren, aber das lassen wir jetzt. Zum Glück hat es zu meiner wilden Zeit war es noch nicht wirklich Social Media gegeben. Nichts davon auf Facebook. Ich habe auch nichts veröffentlicht. Obwohl es hat es noch kein Facebook gegeben. Oder? Ja, damals war ja noch. Du warst ja auch sicher, warst du auf Szene 1 unterwegs? Nein. Nicht? Wie haben da andere Mistkassen? Nirgends. Das Einzige, wo ich unterwegs war, war drum-and-bass.at. Das ist unser Forum, aber da sind keine Fotos gepostet worden. Okay. Seitdem gibt es immer Neues, aber mittlerweile mehr ein Mahnmal einer vergangenen Epoche. Ja. Nein, es hat ja viele Möglichkeiten gegeben damals, das weiß ich ja noch. Event-Shooters, Szene 1, StudiVZ und der ganze Mist, was da alles entstanden ist, neben MySpace. Ja, damals war das Internet noch ein großer, weiter Spielplatz, unbelastet von DSGVO. Ja, da war Netscape noch interessant. Genau. Netscape, wenn ich so drüber nachdenke, da denke ich, Alter, arg. Genau. Netscape war geil. Ja. Lieber Engin, Engine Marketing, vielen Dank für das Gespräch und ja, ich sag danke. Online sowieso und im Real Life auch wieder mal demnächst. Ja, absolut. Absolut. Wir werden uns sicher sehen. Du hast das veröffentlicht. Ich glaube, ich darf es ja sagen, oder? 13. Februar die Masterclass in Wien. Ja. Ich werde eher die Straßen in Wien unsicher machen. Sehr gut, ja. Und wir sehen uns dann dort in Wien direkt danach. Im Nike Store. Ja, das wird geil. Denn, ja, ich freue mich schon sehr drauf. Wird eine coole Geschichte. Ja. 13. Februar, vor dem Genau. Na, super. Hat mich auch voll gefreut. Dankeschön für die Möglichkeit. War ein cooles Gespräch. Und ja, wünsche dir alles Gute und wir bleiben ja sowieso in Kontakt. Ja. Passt. LinkedIn wird uns 2020 in diesem Jahr und auch noch wesentlich länger eine Menge Spaß bereiten, denke ich. Es gibt so viele Möglichkeiten, diese Plattform zu nutzen für das eigene Business, für die eigene Positionierung. Ja, ist eigentlich Arbeit, fühlt sich aber ziemlich gut an, wenn man dann auch merkt, dass sozusagen die Anstrengungen, die man investiert, dass sich die auch wirklich lohnen. Wäre LinkedIn eine Geldanlage, dann könnte man wohl sagen, hohe Rendite, hohe jährliche Rendite. War ein sehr, sehr tolles Gespräch. Ich freue mich wirklich, dass ich Engin in der 25. Jubiläumssendung hier zu Gast haben durfte. Hallo Dina, hallo an alle, die dabei sind und zusehen. Lieber Julius, danke für den Hinweis mit dem Ton. Es hat ja schon seinen Grund, glaube ich, dass recht viele Leute beim Fernsehen arbeiten. Da gibt es eine Menge Fehlerquellen. Mikro abdrehen und weiterreden wäre zum Beispiel ein Klassiker. Ja, ist gar nicht so einfach mit dem Monitoring. Ton, wie gesagt, sollte wieder passen soweit. Und bevor wir, Zimtschnecke ist übrigens mittlerweile weg, ja, die war wirklich lecker. Bevor wir zu den Status-Updates der Woche, einem fixen Bestandteil, einer fixen Rubrik dieser Sendung kommen, noch ein Hinweis, beziehungsweise ein kurzer Recap-Beitrag. Und zwar, ich habe es ja bereits letzte Woche erwähnt, Irene Kilubi und ich haben im Jänner On Point gestartet, ein Debattenformat auf LinkedIn, wo es eben um inhaltliche Auseinandersetzungen geht.
Und ja, die erste Runde, da haben wir uns beschäftigt mit dem Thema, wer steuert wen, wir den Algorithmus oder der Algorithmus uns. Jetzt habe ich es endlich mal geschafft, nicht Algorithmus zu sagen. Ist ein I, ist ein I und bleibt ein I. Die 10 Statements kann man nachlesen. Wir haben mittlerweile auch unsere ersten Preise vergeben. On Point Community Engagement Role Model, bestes Statement, bester Kommentar. Und haben, so wie wir das in Zukunft immer machen werden, auch einen Video-Recap gedreht, an dem auch drei unserer prämierten Teilnehmer mitgemacht haben. Stefan Reif für das beste Statement, Stefanie und Patricia. Patricia konnte ja an der Videokonferenz nicht teilnehmen. Und Britta und Pascal. Ein schöner Recap nochmal, aber die Zeit bleibt ja nicht stehen. Wir haben heute den 30. Übermorgen beginnt bereits der Februar und so hat Irene auch heute in der On-Point-Gruppe, die Links folgen dann gleich wieder alle bei den Shownotes, das neue Thema, das Thema für Februar bekannt gegeben. Und während Algorithmus ja noch, es betrifft zwar alle, die auf Social Media posten, aber doch ein relativ technisch angehauchtes, ein relativ nerdiges Thema ist, gehen wir diesmal in die vollen, was sozusagen die Breitenwirkung betrifft. Die in der zweiten Runde von On Point diskutieren wir zum Thema bedingungsloses Grundeinkommen, Fluch oder Segen. Ich denke, da hat jeder eine Meinung dazu. Das ist ein Thema, in dem sehr, sehr viele Dimensionen drinstecken. Auf der einen Seite Industrie 4.0, Automatisierung, wegfallende Jobs, auf der anderen Seite natürlich Finanzierbarkeit versus klassisches Sozialsystem. Ja, es gibt viele, die denken, dass im Wirtschaftssystem der Zukunft das eine Grundbedingung sein wird, dass es gar nicht mehr anders funktioniert, während andere das ablehnen. Ich denke, da wird es ein paar sehr spannende und kontroversielle Statements geben. Wenn ihr euch beteiligen wollt, werdet Mitglied der On-Point-Gruppe. Irene und ich werden die 10 Experten für diese Runde auswählen. Und alles Weitere erfahrt ihr, wenn ihr entweder der Gruppe beitretet oder aber den Hashtag abonniert. Und hier nochmal zum Nachschauen unser Recap von On Point Runde 1. Der Algorithmus. Herzlich willkommen zur ersten Video-Recap-Runde nach der ersten On-Point-Debatte. Irene und ich freuen uns sehr, euch hier ein paar unserer Preisträger nicht nur vorstellen zu dürfen, sondern live mit ihnen zu sprechen. Da ist zum einen Stefan Reif. Er hat den Preis gewonnen für das Best Debate Statement, also den besten Beitrag zu unserer ersten Debatte zum Thema LinkedIn bzw. Social Media Algorithmus. Wir haben bei uns den Pascal an Bord. Der Pascal ist unser On-Point Engagement Role Model. Das heißt, das ist eine Auszeichnung für Leute, die sich besonders engagieren bei der ganzen Aktion. Ja, sperriger Name, On-Point Engagement Role Model. Und wir begrüßen die Stefanie. Stefanie Schaffner und Patricia Moro haben den Preis für das beste Kommentar zum Artikel gewonnen. Da haben unsere Teilnehmer bzw. auch die Gruppenmitglieder abgestimmt. Also alles sehr basisdemokratisch sozusagen. Und dann gab es auch noch die Britta Behrens, die teilt sich mit dem Pascal den On-Point Engagement Role Model Preis. Muss ich jetzt mal noch nachlesen. Also herzlich willkommen, herzliche Gratulation. Liebe Irene, du hattest die meiste Arbeit. Wie ist dein Fazit zur ersten Runde? Also ich bin total begeistert, wie alle Debattenteilnehmer sich engagiert haben, waren voll dabei. Man weiß auch nie, wenn man sowas zum ersten Mal startet, war ja für uns beide neu in der Konstellation, wie das aufgenommen wird, fand ich total cool, dass gerade die Leute, die jetzt auch mit uns hier sitzen, Pascal und Stefan, sofort gesagt haben, finde ich cool, mache ich mit, ich möchte die Community supporten, sensationell. Und ja, das Thema hat auf Interesse gestoßen, wie es scheint. Ne? Hat sich auch die Community aktiv beigetragen, sieht man ja auch in der Stefanie oder an der Patricia, die haben sich ja auch aktiv beteiligt, sonst würden die jetzt auch nicht hier mit uns diesen Preis teilen. Also total spannend. Apropos Stefanie, wie schreibt man denn eigentlich einen guten LinkedIn-Kommentar, der der Community gefällt? Boah, also was ihr da in meinen Kommentaren lest, das bin 100% ich und das war eigentlich so ein Spontankommentar, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hätte nie gedacht, dass der irgendwie bepreist oder so gut ankommt. Und meine Gedanken direkt in den Kommentar rein und freundlich, sachlich und ja, einfach ungestellt.
Ja, ich glaube, das ist, ja, das Wort authentisch ist überstrapaziert, aber es hat schon doch seine Berechtigung. Stefan, war das bei dir ähnlich? Bin in deinem Fall ja kein Kommentar, sondern eines der 12 Statements zum Algorithmus. Naja, ich habe halt tatsächlich genauso wie die Stefanie, liegt vielleicht am Namen, genauso geantwortet, wie ich sonst auch antworten würde. Ich habe mir auch schon von der Werbetexterei von vor x Jahren einen eher umgangssprachlichen Ton angewohnt, also so wie ich mit dir auch sprechen würde. Und ich habe eben, weil ich vom Algorithmus ein bisschen was weiß zwar, aber ansonsten ist der mir in der Tat egal, weil mir ist wichtig, dass die Inhalte meiner Aussagen einigermaßen passen. Und das habe ich da reingeschrieben. Also ist mir eigentlich egal. Und ich versuche, die Posts eben so zu beschreiben oder so zu texten, dass die gut verständlich sind und dass es wirklich das ist, was ich auch sagen will. Ohne viel Hintergedanken, wenn man das so sagen kann. Nee, überhaupt nicht. Ja, also LinkedIn ist bei mir im Moment noch so ein Versuchsballon. Ich taste mich da rein, habe schon ziemlich gute Erfahrungen hier gemacht und kriege so langsam raus, wie der Algorithmus für mich funktioniert, ohne dass ich mir Gedanken über den Algorithmus mache, sondern nur, was muss ich tun, wenn ich Reichweite will, was muss ich tun, wenn ich tatsächlich ein bisschen klugscheißen will. Und das mache ich dann halt entsprechend. Und so langsam merke ich, was gut funktioniert. Ein guter Algorithmus ist wie eine gute Fußmatte. Es fällt nicht groß auf, dass sie dort ist, aber sie funktioniert. Kochrezept, jetzt Fußmatte. Auf die Schnelle nichts Besseres als Fußmatte eingefallen. Pascal, warum hast du dich engagiert? Warum hast du in der Debatte mitgemacht, mehrfach kommentiert? Was hat dich daran interessiert oder was findest du spannend an solchen Formaten? Das ist eine gute Frage erstmal. Tatsächlich ist es so, ich bin kein Algorithmus-Spezialist, wie auch einige, die mitgemacht haben, keine Coder oder sonst was sind, sondern jeder hat so seinen Expertisenbereich und innerhalb dieses Expertisenbereichs kann man halt dann was dazu sagen. Und das fand ich tatsächlich mal spannend, sozusagen dann runterzubrechen von Algorithmus auf Marke, was mein Thema ist, um zu gucken, was bedeutet das denn eigentlich? Und tatsächlich war das für mich eine interessante Übung. Und ja, dann fand ich es auch sehr spannend, was andere dazu gesagt haben. Es kamen ja auch kritische Kommentare, die gesagt haben, ihr seid doch nur Bullshit und gar keine echten, wahren Datengeschichten. Und ich sage, ja, das ist auch nicht meine Expertise, aber ich kann ja zu meinem Thema was sagen. Und das fand ich spannend und deswegen habe ich mich ja dann auch schön engagiert offensichtlich. Ich freue mich natürlich auch über den etwas sperrigen Award-Namen. On Point Engagement Role Model. Genau. Das passt bei LinkedIn nicht mal so irgendwo rein, aber ich freue mich trotzdem. Was vielleicht nicht alle Zuseher wissen, beim Format ist es ja so, dass wir ein Thema bekannt geben und die Teilnehmer geben dann ihre Statements ab, lesen die aber nicht gegenseitig. Stefan, du hast selber mitgeschrieben. Pascal, du hast es eh schon erwähnt, ich finde das eben auch spannend dran, dass man mit unterschiedlichen Backgrounds, unterschiedlicher Expertise ein Thema bewertet. Aber Stefan und Stefanie, wie war das für euch, so die unterschiedlichen Standpunkte als Teilnehmer bzw. als Leserin des Artikels dann und Kommentatorin? Ja, das war. Danke, Stefan. Das war auf jeden Fall super interessant, weil die Statements, wenn man sich so ein bisschen befasst mit den Personen, haben auch zur jeweiligen Person gepasst, fand ich, so die Perspektiven. Und es war super interessant, dass verschiedene Menschen verschiedene Sichtweisen zu diesem Thema eben teilen. Und das ist sehr interessant gewesen, auf jeden Fall. Ja, dem kann ich mich komplett anschließen. Auch für mich war es spannend zu sehen, wer was schreibt. Gewundert habe ich mich nicht, dass die meisten wirklich sich große und sehr viele Gedanken gemacht haben über den Algorithmus. Und es hat mich manchmal, also ohne dass es jetzt despektierlich klingen soll, aber so ein bisschen amüsiert, wie wissenschaftlich teilweise dieses Thema beschrieben wurde oder auch daran gegangen wurde, um irgendwie vielleicht doch eine Hintertür zu erwischen, den Algorithmus für mich gut auszutricksen oder eben zu nutzen. Und das geht an mir ja komplett vorbei, darum habe ich ja auch meinen Post entsprechend formuliert. Aber das fand ich dann schon hochinteressant, weil die Diskussion über den Algorithmus, die lebt ja auch außerhalb von OnPoint. Das sehe ich ja immer wieder. Und die meisten sind halbe Wissenschaftler.
Sehr gutes Stichwort. Ihr findet natürlich den Link zum Artikel mit allen Statements hier auch beim Video. Es gibt eine Gruppe zu OnPoint. Man findet die Postings auch über den Hashtag OnPoint. Und in der Gruppe wird Irene morgen das Thema für die nächste Runde bekannt geben. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Irene, das letzte Wort hast du. Genau. Ich möchte mal auf den Stichpunkt aufgreifen, den Pascal gesagt hatte, dass wir alle keine Experten sind. Darum geht es auch gar nicht. Wir wollen tatsächlich auf der Plattform eine Diskussionskultur etablieren und wirklich Themen adressieren, wo jeder eine Meinung hat, jeder einen Standpunkt hat, den er vertreten kann. Ja, und vor allen Dingen ging es uns auch um die Leute, die jetzt nicht aktive Content-Creator sind, aber trotzdem etwas zur Community beitragen können, indem sie sich aktiv an solchen Diskussionen beteiligen. Und das finde ich so unheimlich wertvoll und kann wirklich nur an alle da draußen appellieren. Ihr seht es an Pascal, an Stefan, an Stefanie. Jeder kann sich in der Community aktiv beteiligen und wirklich einen Mehrwert für alle gesamthaft schaffen. Ja? Und deswegen freue ich mich auf das nächste Thema. Also seid dabei bei der nächsten Runde. OnPoint Nummer 2. Tschüss, danke nochmal. Tschüss. Danke auch. Tschüss, schönen Tag. Das freut Irene und mich natürlich ganz enorm, dass gleich in der ersten Runde so toll aufgegangen ist. Wirklich tausende Views, sehr viele Leute, die mitgelesen haben, auch wahnsinnig viele, die sich an der Diskussion beteiligt haben. Und ich freue mich schon sehr auf die nächsten Runden, ist ein tolles Format. Uns geht es eben darum, unterschiedliche Standpunkte zu einem Thema einzusammeln, zu diskutieren, in einer respektvollen und offenen Umgangsweise miteinander, aber eben natürlich sehr wohl kontroversiell. Das wird ganz bestimmt auch beim Februar-Thema so sein. Also wie gesagt, bedingungsloses Grundeinkommen, Fluch oder Segen. Die Diskussion oder das Diskussionsthema hat Irene heute in der OnPoint-Gruppe bekannt gegeben. Und bevor wir zum letzten Teil dieser 25. LinkedIn-Show kommen, noch einmal kurz der Hinweis: unter datenschmutz.net/LinkedIn-Show findet ihr alle früheren Ausgaben und es gibt ja auch ein Formular, wo ihr Fragen zu LinkedIn stellen könnt quasi B2B, Dr. Sommer, kann man sehr gerne auch anonym machen und ich werde dann in der LinkedIn-Show auf eure Fragen eingehen. Und damit zu den Status-Updates der Woche. Ich habe heute im Word etwas geschrieben, wo auch unter anderem, also das Wort der Hashtag vorkam und Word hat sich dann beschwert und gemeint, das hieße das Hashtag, was mir sehr, sehr eigenartig vorkam. Allerdings habe ich dann heute erfahren von Rechtschreibprofi Sigi Lieb, die hat übrigens auch noch die Frechheit zu behaupten hier, dass meine Ohren halt nicht der Maßstab seien für Deutsch zwischen Südtirol und Nordfriesland. Nur weil Osttirol nicht genau in der Mitte liegt, oder zwischen der Steiermark und dem Niederrhein. Also, langen Rede, kurzer Sinn. Es geht beides, sagt der Duden, die Autorität auf dem Gebiet. In diesem Sinne, viel Vergnügen, wenn Sie in Zukunft das Hashtag verwenden. Die Hashtags, da ist es egal. Also, das Hashtag, keine bekiffte Hip-Hop-Band, sondern eine vollkommen korrekte Geschlechtsattribuierung zu einem Wort mit Doppelkreuz. Davor, wer besonders gute oder richtig gute LinkedIn-Unternehmens-Pages kennt, den Link zu diesen Threads poste ich gleich unten rein. Es gibt hier 25 Kommentare, ich habe mich auch beteiligt und wer sich für den professionellen Betrieb, für die professionelle Bespielung einer LinkedIn-Company-Page interessiert, der findet hier eine ganze Menge Best-Practice-Beispiele. Spotify und Trivago wurden unter anderem genannt. Die Jungheinrich AG und Thomann Geiswinkler bei LinkedIn Österreich zuständig für Recruiting und Employer Branding hat dann auch noch diesen Artikel vom offiziellen LinkedIn-Blog gepostet, die Best of LinkedIn Pages 2019, Announcing the Winners, also natürlich internationale Seiten und es gab 12.000 Nominierungen, also da hatte die Jury schon eine Menge zu tun. Hier in Kürze Teleperformance, Haze, Deloitte, Quent, Hotmart, Jabil, Cognisha, Oricon, Philips und Jacobs nehmen die 10 Spitzenplätze ein. Es gibt eine Präsentation dazu, die kann man sich auch mal in Ruhe anschauen.
Also wie gesagt, nie ein Fehler, sich von den Besten inspirieren zu lassen. Vielleicht auch ein spannendes Thema, das ich in einer der nächsten Sendungen mal aufgreifen möchte. Wozu ist denn eine LinkedIn-Company-Page überhaupt da? Kleiner Spoiler vorweg, nicht als Pendant zu einem persönlichen Profil und ganz gewiss nicht als reines Content-Marketing- oder Publishing-Tool. Ein ganz, ganz starker Schwerpunkt von Pages liegt natürlich am Employer-Branding und man sollte ja auch sehr genau wissen, wie eben Pages und persönliche Profile zusammenspielen, um LinkedIn optimal zu benutzen. Beide Elemente sind sehr wichtig, also in diesem Sinne schaut euch diesen ausführlichen und sehr, sehr gelungenen Artikel an. Vanessa Wasmuth hat hier in ihrem dritten Tipp, warum dritten Tipp, sie macht mit bei der 3-Tage-3-Tipps-Challenge von Heinert Event und sie schreibt hier, schaue beim Spazierengehen, Einkaufen oder anderen Alltagsdingen deinen Mitmenschen freundlich entgegen, nicke vielleicht kurz oder sag Hallo. Die meisten sind überrascht, aber schenken dir meist einen freundlichen Blick zurück. Klingt nach einem sehr trivialen Tipp, aber ändert, sage ich mal, die Alltagserfahrung sehr, sehr stark. Praktiziere ich schon seit vielen Jahren und bekommt man ganz erstaunliche Reaktionen. Wer fröhlich durchs Leben geht, hat definitiv mehr Spaß. Matthias Funk, den ich schon sehr, sehr lange kenne, früher bei 7-1 Austria, mittlerweile schon eine ganze Weile selbstständig mit Tubix, fragt hier um eure Meinung. Tubix ist nämlich ein Startup, das sich ganz der YouTube-Optimierung verschrieben hat, also sozusagen das Pendant zu einer SEO-Agentur, aber eben für YouTube-Clips. Und wie Matthias hier schreibt, die richtigen Themen für YouTube-Videos zu finden ist oft recht tricky. Wir von Tubix arbeiten gerade an einem Tool, mit dem man datengetrieben Videothemen-Vorschläge bekommt fürs eigene Zielpublikum. Sehr, sehr spannend. Tubix baut wirklich ausgesprochen interessante Tools und Matthias hätte da gerne von euch Input. Das ist eine kurze Umfrage, die ist wirklich sehr, sehr kurz und schmerzlos. Ich habe den Link hier in der Ome-Gruppe gepostet. Online-Marketing Österreich, Deutschland, Schweiz. Solltet ihr noch nicht Mitglied sein, einfach der Gruppe beitreten und Matthias freut sich über alle, die teilnehmen. Ich bin schon sehr gespannt auf das Produkt. In Kürze auch dazu an dieser Stelle mehr. Das war dann auch schon das letzte Status-Update der Woche für diese Woche. Wir sind damit am Ende der 25. LinkedIn-Show mit Datenschmutz angekommen. Ich schaue gerade auf die Uhr. Es ist 17.07 Uhr. 67 Minuten Spaß, Spannung und Unterhaltung. Danke euch fürs Dabeisein. Danke für die rege Beteiligung. Ich freue mich wirklich sehr auf die nächsten Sendungen. Nummer 26, wie gewohnt, nächste Woche am Donnerstag und dann auch wieder mal mit Doggycam. Ich bedanke mich fürs Zusehen, verabschiede mich, wünsche euch noch einen wunderbaren Freitagabend. Ein kurzer Hinweis noch auf den Linked Friday. Der 30. Linked Friday findet morgen statt, am 31. Jänner. Ich freue mich über rege Beteiligung. Ihr wisst, 1 bis 3 Personen aus eurem Netzwerk empfehlen. Share the love. Better fees for all. Und damit bleibt mir dann nur mehr nochmals Danke zu sagen. Wir sehen uns wieder. Die Sendung gibt es in Kürze im Archiv zum Nachsehen. Und die noch fehlenden Shownotes, die Links, poste ich gleich. Wir sehen uns. Ciao.